Hi, ich bin Christoph und ihr seid auf dem Videokanal der Brettspielbox. Es ist Mittwoch, Mittwoch ist Kolumnenzeit und heute mal mit dem Thema, wenn Spielen zur Arbeit wird. Ja, wie immer kurz Rückblick auf die letzte Folge. Da hatte ich ja so verschiedene YouTube-Formate zusammengefasst, die es bei mir, aber eben halt auch bei vielen Kollegen und Kolleginnen gibt. Und euch mal gefragt, ja, was sind denn so die Formate, die euch am meisten so interessieren? Und das, was relativ weit vorne gelandet sind, sind, ja, gut, was soll es jetzt auch anders sein, die News. Dafür ist jetzt ja unser Kanal hier so ein Stück weit bekannt. Aber auch ja, so Kurzüberblick, gezockt, gespielt Videos kommen sehr, sehr gut an. Regelvideos nutzt ihr auch recht regelmäßig und natürlich die klassischen Rezensionen, also das, was so eine Mischung aus Regel und Meinung, Fazit zu einem Brettspiel ist. Ja, vielen Dank für die Teilnahme. War auch wieder sehr schön zu lesen in den einzelnen Kommentaren. Auch nette Kommentare in unsere Richtung mit dabei. Vielen, vielen lieben Dank. Gewonnen hat Erklärbärchen 6756. Wäre nett, wenn du dich mit mir in Verbindung setzt. Dann können wir das ganze Thema mit der Übergabe auch machen. Und ja, vom letzten Mal hat PKingNT72 sich noch nicht gemeldet. Der Jens davor schon. Also von daher läuft das zumindest. Deswegen wäre es super, wenn du dich melden könntest. Ansonsten ja, wird es dann halt irgendwann mal an andere weiter verlost. Das Thema heute ist jetzt für mich so ein, ja, in Anführungszeichen aktuelles. Ich habe Hegemony gespielt jetzt am Montag, am Freitag. Da haben wir hier in unserer Bonner Blogger-YouTube-Runde zusammengesessen. Zu viert, der Christoph, Flo, der Tobias war noch mit dabei und ich, und haben ja uns erstmal auf das Spiel vorbereitet. Und deswegen ist halt auch so ein bisschen die Kolumne heute unter diesem Titel, wenn Spielen zur Arbeit wird, Vorbereitung auf, ja, intensive Brettspiele, intensives Erlebnis wie Hegemony, wie auch Weimar, und ich habe gleich noch ein paar andere Spiele, die mir da so in den Sinn kommen. Und wollte das eigentlich mal ganz gerne mit euch teilen oder auch dann am Ende, ja, die Frage an euch stellen, wie geht ihr damit um, wo sagt ihr, und vielleicht schon mal vorweg, sagt ihr, da lasse ich die Finger von, oder nein, je komplexer das Ding ist, je länger die Anleitung, umso mehr gehe ich in so einem Spiel auf, insbesondere wenn es dann vielleicht auch noch sehr thematisch umgesetzt ist. Ja, wir haben erstmal angefangen, uns die Regeln anzuschauen. 36 Seiten waren es, relativ große Regeln halt auch, in dem klassischen Format, was man sonst so kennt. Hochwertiges Papier, also da hat sich Giant Rock auch nicht lumpen lassen. Und hier ist jetzt die Besonderheit, dass wir zum einen viel Material haben, viel Basis-Grundregeln, die für alle gleich sind. Und dann gibt es eben halt vier verschiedene Fraktionen. In diesem Fall jetzt bei Hegemony ist es der Staat, sind es die Kapitalisten, der Mittelstand und die Arbeiter. Ohne dass ich jetzt das Spiel sehr erklären will, aber jeder hatte eben halt im Vorfeld sich eine Rolle ausgesucht. Ich war da mal an den Kapitalisten und hat sich dann auf diese Rolle so ein Stück weit vorbereitet. Je nachdem, wo man dann unterwegs war, der Flo war beispielsweise Mittelstand, da gab es dann die Empfehlung, guck dir bitte auch die Kapitalisten und guck dir auch bitte die Arbeiterklasse an, weil das kann eventuell Implikationen mit sich bringen, denn er musste ja Arbeiter einmal bei mir stellen, aber eben halt auch ja, Arbeiter selber bei sich in den Unternehmen unterbringen. Und von daher war das dann eben nicht damit getan, dass ich sage, ah, ich gucke mir die Grundregeln an und dann schaue ich mir nur mal meine vier Seiten Regeln zum Kapitalisten an. Nein, man musste halt auch so ein Stück weit darüber hinausschauen. Also es war schon einiges an Leseaufwand. Nichtsdestotrotz, weil es halt so viel war, haben wir uns dann alle auch noch Regelvideos angeguckt. Und die meisten, die sich zumindest mit diesem Spiel sinnvoll und intensiv auch auseinandersetzen, gehen rund 40, 50 Minuten. Was dann auch schon mal in die Vorbereitungszeit mit hineingelaufen ist. Natürlich gibt es mittlerweile auf Boardgame Geek Strategietipps Pro
klasse. Nochmal eine komplette große Seite, kann ich nur empfehlen. Wer da das erste Mal mit Hegemonie unterwegs ist, sollte tatsächlich mal da drauf gucken. Ich habe es leider viel zu spät gesehen, sonst hätte mir das an dem Spielabend noch ein bisschen mehr gebracht. Aber ich glaube, für eine Erstpartie sind solche Strategietipps grundsätzlich nicht verkehrt. Ich weiß, dass der eine oder andere von euch sagt, nee, ich möchte das Spiel selber erleben, ich möchte gar nicht beeinflusst werden von anderen. Ich brauche halt ja diesen Input schon für mich selbst. Wenn aber die Regeln so intensiv sind, das Material ja auch nicht gerade wenig ist und es vor allen Dingen jeder individuell mehr oder weniger sein Ding dort dreht, natürlich mit hohen Interaktionsgraden auch zu den anderen, dann sind solche Strategietipps für so eine Erstpartie grundsätzlich nicht so verkehrt. Bei Board Game Geek gibt es dann auch noch so einen Ablaufplan. Ich glaube, das waren 4 getackerte Seiten. Auch eine nette Hilfe, um einfach durch die Runden, gerade beim ersten Mal, es ist sogar geführt, durchzugehen. So, wenn man sich das alles mal anschaut, ohne dass man das Spiel selber vorbereitet, also ausgepöppelt etc. hat, gingen da schon mal locker 3 bis 4 Stunden Vorbereitungszeit drauf. Das ist das, was andere mit Regeln lesen und wahrscheinlich zweimaligem Spielen beim Familienspiel einsetzen. Und wir haben, wie gesagt, noch gar nicht großartig gespielt. So, jetzt haben wir dann an dem Abend sind wir da angekommen, konnten netterweise beim Christoph unten in seinem Brettspielkeller spielen. Muss das Spiel erstmal aufgebaut werden. Das nimmt natürlich wahnsinnig viel Platz auch weg. Und dadurch, dass jeder sein individuelles Spielmaterial hatte, musste man halt hier auch noch ein bisschen gucken, da noch ein Automaler mit drin war, den erstmal nochmal raussortieren. Ja, und dann haben wir nochmal so vom Grundsatz her, das machen wir eigentlich immer, insbesondere bei komplexeren Spielen, dass man nochmal so einmal grob über den Ablauf durchgeht, damit eben halt alle sich so auf dem gleichen Level wiederfinden, auch wenn eben halt viele oder vielmehr alle diese intensive Zeit in die Vorbereitung auch hineingesteckt haben. Ja, das heißt, jeder hat dann seine Fraktion rundenweise gespielt. Das sind auch nur 5 Runden, also das ist gar nicht mehr so viel. Aber wenn ich dann sehe, was in dieser Ablaufliste da vorkam, musste man schon sehr konzentriert sein. Zumal, wie gesagt, jede Fraktion ja auch unterschiedlich gespielt wird und man gar nicht so großartig jetzt beim Nachbarn lernen konnte. Das heißt, wenn der Flo neben mir den Mittelstand gespielt hat, hat mir das als Kapitalist relativ wenig gebracht, weil ich habe ja gar keine Arbeiter, die ich einsetze, sondern ich muss gucken, dass ich eben halt an Arbeiter herankomme. Unabhängig davon macht das Spiel natürlich wahnsinnig viel Spaß. Wir haben sehr viel Trash-Talk dabei gehabt. Das ist so ein Thema, was sowieso sehr lustig ist an der Stelle. Haben uns gegenseitig beschimpft und so ein bisschen angeheizt. Und das macht natürlich wahnsinnig viel Spaß. Natürlich habe ich auch Neugierde, wie funktionieren die anderen Fraktionen. Guckt dann natürlich nicht nur bei mir, obwohl es gescheiter wäre, vielleicht meinen Zug ein Stück weit mehr vorauszuplanen, anhand der Karten, die ich eben halt habe, anhand der Auslage, die eben halt bei mir ja fraktionsspezifisch dann auch war, wo bis auf ein paar Ressourcen mir jetzt auch niemand großartig in meine Züge da hineingekrätscht ist. Natürlich muss ich gucken, ob da genügend Arbeiter sind, die ich wiederum zum Einsatz bringe, wenn ich ein neues Unternehmen auf den Markt werfe. Aber erstmal war die Neugierde da, wie funktioniert denn überhaupt die andere Rolle? Was macht die Person dort? Was ist dort unterschiedlich? Denn man hat natürlich schon mal Lust, insbesondere wenn das Spiel jetzt auch noch interessant ist, vielleicht auch mal die andere Rolle dann einzunehmen. Was aber dann auch wieder das ganze Spiel ein Stück weit langsamer macht, weil man eben seinen Zug nicht in der Intensität vorbereitet, sondern eben hier und dort guckt, ja. Interaktion wäre jetzt noch ein zusätzlicher Hebel in dieser Erstpartie gewesen, wenn man dann eben halt noch geschaut hätte, hey, was ist mein Zug und wo kann ich vielleicht dem anderen was vermiesen, wo muss ich dem zuvorkommen, was könnte der gegebenenfalls mir vermiesen. Das hätte dann aber die Partie wahrscheinlich noch ein Stück weit länger gemacht, weil ich dann noch mehr aufpassend eben halt durch die Gegend hätte laufen, gucken, schauen müssen. Und es ist halt eine große Detailfülle in solchen Spielen mit drin. Wie gesagt, das war jetzt der mal so ein sehr Eindruck von Hegemonie. Damit habe ich mal so ein grobes Gespielt einer Erstpartie auch gehabt. Also das kann ich vielleicht noch zum Abschluss sagen. Also mir hat die Partie sehr gut gefallen.
Wenn ich allerdings den Arbeitseinsatz sehe im Vorfeld während des Spiels, haben wir in Summe, bis wir das Spiel abgeschlossen haben, eben 3 Stunden Vorbereitung, ich sag mal so 20 Minuten Aufbau, plus nochmal 3,5 Stunden locker gespielt. Alleine für dieses Spiel fast 7 Stunden gebraucht. In der Zeit spielt man normalerweise 3, 4 andere Spiele, jetzt nicht gerade Expertenspiele, aber das muss man sich halt auch an der Stelle gut überlegen. Nichtsdestotrotz fand ich es von der Thematik her wirklich sehr schön umgesetzt, eben halt dieses Zusammenspiel oder Nicht-Zusammenspiel, sich gegenseitig ausboten, unterschiedliche Rollen in einer Volkswirtschaft dann eben halt auch wahrzunehmen und zu erleben. Natürlich dieser gewisse Trash-Talk, der da auch immer zum Tragen kommt, den finde ich auch immer sehr schön und faszinierend. Und ja, das spielt natürlich dort auch mit hinein. Andere Spiele, wo ich ebenfalls solche Erfahrungen gemacht habe, dass es eben halt sehr, sehr detailliert dann zugange geht, ist beispielsweise das Spiel Coffee Traders, was ich mal auch in sehr, sehr intensiver Vorbereitung genießen konnte. Da sind halt auch sehr viel Material mit drin. Da ist halt auch einiges an Spielanleitung zu verstehen, nachzulesen, nachzuschauen. Weimar war auch so ein sehr, sehr intensives Erlebnis, hier ergänzend dazu, dass neben der ja auch intensiven Spielanleitung und des intensiven Spielerlebnis jetzt ganz, ganz viele unterschiedliche Karten bei den einzelnen Parteien auch noch hineinkamen. Und wenn man jetzt ein Geschichtsfan ist, so wie ich es jetzt an der Stelle bin, dann liebt man das natürlich noch ein Stück weit mehr und möchte jetzt auch noch, ja, noch intensiver in das Spiel hineinsteigen. Twilight Imperium ist sicherlich so ein Ding. Eclipse, die habe ich beide noch gar nicht gespielt. Da hatte ich so ein bisschen Schiss davor. Das ist so ein Thema, was mir irgendwann auf der To-Do-Liste steht. Ja, und jetzt ganz frisch dann im Herbst rauskommen wird Civolution, was ja auch schon in Essen letztes Jahr erst Partien dort hatte. Aber die Leute mussten sich in Anführungszeichen verpflichten, 3 bis 4 Stunden auch am Tisch sitzen zu bleiben, weil eben dieses Spiel mit Lernen und Spielen auch mit dieser Intensität zu betreiben ist. Wenn ich mir das Ganze dann selber beibringe, also nicht eben halt durch einen Erklärenden, dann habe ich natürlich das Thema, dass das Ganze dann auch nochmal länger dauert. Also, wie geht ihr damit um? Also deswegen das Thema Brettspiel und Arbeit. Ist es für euch Arbeit oder sagt ihr, nee, das lohnt sich, das macht auch gerade Spaß oder gerade diese Spiele finde ich halt total klasse? Oder ist es so eher euer Tenor, bitte weg davon? Ich spiele lieber in der Zeit 2, 3 andere Spiele, da habe ich mehr davon, als dass ich mich so intensiv in so ein Spiel hinein begebe. Ja, und schreibt das doch gerne in die Kommentare und ihr habt die Möglichkeit, dieses Spiel hier von Simon Games, Cool Mini or Not, Simon Games ist Cryo, zu gewinnen. Gerne wie immer auch mit Porto-Beteiligung, alle die bis Sonntagabend in der Kolumne unterwegs sind und dort einen Kommentar schreiben, sich an dem Thema beteiligen, kommen mit in die Lostruppe. Das war kurz und knackig die Kolumne. Vielleicht sehe ich den einen oder anderen ja dann auf der BerlinCon in Berlin am Wochenende. Ansonsten sicherlich auch in den News. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, euer Christoph.